Heute gehen wir es etwas ruhiger an, gehen mal wieder an die frische Luft, entdecken wieder, wie es ist, im Einklang mit der Natur zu leben, erleben Flora und Fauna neu, entkommen der Großstadthektik, genießen die Ruhe. Nun, hätte nett werden können. Merle, was ist schon wieder dein Auftrag hier? Das ist ein Lernbauernhof, kein Lärmbauernhof. Oh, Leon! Komm, wir haben viel zu tun, auf geht's. Vorab möchten wir noch darauf hinweisen, dass für diesen Beitrag keine Tiere gequält, verletzt oder misshandelt werden. Dafür wird Frau Haseke sorgen. Was Merle und Leon betrifft, kann ich das leider nicht versprechen. Ja, guck mal, da wartet schon jemand auf uns. Hallo! Moin! Hallo ihr zwei, willkommen auf dem Inghamshof. Wollt ihr heute die Arbeit auf dem Bauernhof kennenlernen? Ja, wir sind motiviert. Oder weiter zoffen? Beides, glaube ich. Um sich mit den Tieren auszukennen, muss man ja nicht in sie reinschlüpfen. Aber man könnte sich mal ein bisschen mit dem Schuhwerk befassen. Kommt mal mit, ich habe da was vorbereitet. Dein Schuhwerk sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als meins. Sind das alles Männchen? Ja. Oh, ich bin in so einen Apfel getreten. Hier rum. Oh, nicht dahin. Wir biegen ab, wir gehen auf den Reitplatz. Aber hier ist doch kein Tier. Ja. So. Da ist das Ding. Ja, das ist ein Stab. Und das ist das Schuhwerk. Und ihr werdet jetzt versuchen, durch Zielwerfen diesen Stab zu treffen. Wir gehen dafür mal. Aber werf nicht deine Gummischuhe da, ne? Du hast gar nicht genug Grip. Grip? Grip? Wegen solcher Dialoge ist eine Grip-Impfung so wichtig. Dankeschön. Dankeschön. Lass mich in Ruhe, ich mache jetzt hier Ende. Merle, geh weg. Mal sehen, wem die Hufeisen heute mehr Glück bringen. Auf Geschicklichkeit können wir bei den beiden erfahrungsgemäß nicht bauen. Komm weiter! Oh, Mann, ey. Wie beschäftigt man zwei Dumme, ey? Das ist das inoffizielle Motto dieser Sendung. Ich hab keine Kraft dafür. Ich hab Hunger. Wirf das Ding jetzt rein, da. Oh! Normalerweise setzt der Wahnsinn erst ab der dritten Challenge ein. Merle dreht heute schon früher durch. Und eine Extra-Runde. Was ist mit dir? Leon, Leon, Leon trifft daneben. Leon, Leon. Sehr weit vom Stamm. Ich wollte den Stamm da hinten treffen. Yes! Ja. Klare Entscheidung. Der Sieg geht diesmal an Leon. Ich brauche nur Tiere. Okay. Die Merle wird schon ganz verrückt, die muss Tiere sehen. Tiere? Dann machen wir als nächstes was mit Tieren. Okay, let's go. Tiere. Ich hab die. Was für Tiere? Die beiden werden feststellen, dass das Leben kein Ponyhof ist. Wer ist der Schnellste, wer ist der Stärkste von denen? Darf euch vorstellen, das ist Räuber. Räuber Hotzenklotz, komm her. Das ist Räuber und da hinten ist Hexe. Ja, passt ja. So. Merle, wir sind hier nicht nur zum Spaß, ne? So. Hallo, konzentrier dich mal bitte jetzt hier auf die Sache. Ihr seht die kleinen Figuren, die auf dem Platz stehen. Mhm. Ihr müsst immer außen rum im Slalom um die Kegel laufen, hinten über das Cavaletti springen und dann seitlich zurückrennen. Räuber und Hexe, das sind nicht die Kampfnamen von Leon und Merle, aber da kann man schon mal durcheinander kommen. Haarfarbe wie die Merle hier fast. Sag mal, bist du blind? Ebenso unklar ist, wer hier wen führt. Also, seid ihr soweit? Auf die Plätze, fertig, los! War das regelkonform? Da wir im Vorfeld nicht besprochen haben, ob die Hindernisse überwunden oder nur aus dem Weg geräumt werden sollen, lassen wir das mal gelten. Jetzt kriegt er einen Apfel. Nein! Hallo! Kein Bock gehabt, oder was? Ha?
Die Ponys haben euch jetzt einen Dienst erwiesen, jetzt werdet ihr den Ponys einen Dienst erweisen. Merle und Leon nehmen die Drecksarbeit wacker in Angriff und sie erkennen, dass auch hier ja nicht alles Mist ist. Ja, sieht aber nicht so sauber aus. Hier sind wir an unseren Ställen und ihr seht, die beiden Ställe sind noch nicht sauber. Da muss das Heu und der Mist raus in die Schubkarre. Der Misthaufen ist da hinten. Den haben wir ja vorher gesehen. Wahrscheinlich müsst ihr 2 oder 3 Mal laufen. Mist, also alles das, ja, was dreckig ist. Ich sehe dich schon, dass du nur die Äpfel da rausnimmst und dann abziehst. Mit Stroh und allem drum und dran. Okay. So, auf die Plätze, fertig und los. Kleine Extra-Challenge, wer die Nadel im Heuhaufen findet, darf sie behalten. Merle, ich bin mit der ersten schon fertig, ne? Ja, und kannst ja 10 Mal laufen, wenn ich eher fertig bin. What a genius! Lauf noch 20 Mal! Läufst du einmal nur? Ich weiß ja nicht, ob du läufst. Bei dir landet ja noch die Hälfte daneben. Merle und Leon schauen sich den Mist nicht mehr länger an und kommen zum Endspurt. So, und stopp! Jetzt lasst uns mal gucken, wer es am besten gemacht hat. Leon? Ja. Okay. Merle? Super! Ja, ich glaube, Leon, der Danke. Punkt geht diesmal an Merle. Ja, ja. Ganz klar, Leon. Ja. Meiner hatte, glaube ich, Bauchschmerzen. Leon! Das war echt schlecht. Ja, du kennst dich mit Scheiß halt besser aus. Da kann ich auch nichts für. Ich arbeite ja tagtäglich mit dir. Da habe ich schon ein bisschen Übung halt einfach. Ihr habt beide einen Äpfelpflücker. Achtet bitte darauf, dass die Äste dranbleiben und nur die Äpfel runterkommen. Da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich Grobmotoriker. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Und alles verstanden? Ja. 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 Dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig, los! Gott im Himmel. Äpfel pflücken scheint einfacher zu sein als Pferdeäpfel aufsammeln. Und Leon, wie sieht's aus? Oh, ich hab einen. Hast du gehört, da rollen die Rubel. Die Rubel? Das sind Äpfel, Leon. Wir schenken dir zu Weihnachten das Lexikon der Redewendungen. Oder lieber die kleine Obstfibel. Die fallen bei mir alle runter. Bei mir auch. Ah, wir setzen Schwerkraft für Anfänger mit auf die Leseliste. Oh, hätte ich meine Schule aufgepasst. Au. Ja, mein Reden. Nicht bleiben, Leon. So, die Zeit ist vorbei. Bitte kommt mal her. Ja. Und jetzt mit ein bisschen auseinander einmal die Äpfel ausschütten. Achtunddreißig! Zeig mal bitte den 38. Was? Zeig mal 38. Oh, Leon, halt, stopp. Ich sehe gerade, der ist ja doppelt, oder nicht? Das sind 2, also 38! Wupp, wupp. Ja, also dementsprechend unentschieden diesmal. Ja, Merle führt immer noch, aber noch ist für Leon nicht alles im Eimer. So,
Nach der anstrengenden Arbeit kommt jetzt etwas ganz Leichtes. Ich möchte, dass ihr ein graues Huhn auf den Arm nimmt. Derjenige von euch, der zuerst das graue Huhn hochhält, hat gewonnen. Hat er eine Angst vor Hühnern eigentlich? Ja, dezent. Dezent, aber, ne? Ja. Das tut man nicht als für einen Sieg, Leon. Auf in die Schlacht. Das verspricht, temporeich zu werden. Auf die Plätze, fertig, los! Was machst du denn hier? Wir könnten jetzt langsam mal loslegen. Die Luft scheint für heute raus zu sein. Macht mal ein bisschen Tempo. Nein! Ich beeinträchtige das mit meiner... Ich beeinträchtige das mit... Was? Versuchen die beiden Hühnerflüsterer nun ein Huhn zu fangen? Boah, ihr Bösen. Oder schlafwandeln sie? Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen Musik. Nimmst du mir nicht meinen Huhn weg? Ich glaube, ich spinne. Du hast sie doch nicht mehr alle hinter der Bühne. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna. Merle hat allen Mut zusammengenommen, ihre Elektrophobie überwunden und sich ein Trosthuhn gekrallt. Aber gewonnen hat diese Runde Leon. Und das bedeutet für das Tagesergebnis das erste Unentschieden in der knapp 200-jährigen Geschichte von Merle versus Leon. Ein Grund anzustoßen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, war echt super. Ich glaub, könnt ihr euch vorstellen, hier auch zu arbeiten? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Merle hat den besten Dreh ihres Lebens gehabt. Mit den Tieren, da hat sie schon die ganze Nacht Freunde geträumt. So, dann alles Prost und lasst euch schmecken. Dankeschön. Auf den Gleichstand. Wie wir die beiden kennen, werden sie beim nächsten Mal alles tun, um ein weiteres Unentschieden zu verhindern. Seien Sie dabei.